Ich meine, es ist natürlich. So. Leute, die sagen, random guy. Ich dummer Fucker, Alter. Ich hätte gedacht, ich schaff den Sprung nicht und habe es so klar. Oh mein Gott, wie kann man so hässlich sein, oder? Ist, damit, Freunde, damit ist der Braten serviert. Wie kann man da so dumm sein? Oh. Okay, streich das, es ist noch nicht so weit. Mark hat nicht gelogen, dafür haut er seine V-Bucks raus, aber warum? Er hat es begründet, aber das ist keine Begründung. Ach, halt's Maul, Digga, der 4. Juli. Ihr wisst alle, wie es ist. Ich bin sogar in Amerika geboren. In Kalifornien. Okay, Bright Star. Sie gehört zu den stärksten Helden auf der Insel. Teil Sternglanz und Regenbögen Set. Denn ich liebe Amerika. Vielleicht. We are living in Amerika. Amerika ist wunderbar. Aber warum, Mark? Warum? Das ist mies. Und für die Geschenke muss ich auf das Pack verzichten. Du Kasper! Selber Schuld! Ich habe für Leute, die Geld raushauen, obwohl sie es besser wüssten, kein Verständnis. Außer es ist Cola. Und selbst dann. Naja. Brights Schild. Er funkelt in der Farbe der Tapferkeit. Teil Sternglanz und Regenbögen-Sets. Das sogar als Spitzhacke. Okay, das muss ich mal mitnehmen. Furiosa und farbenfroh stellt ein Furious and, okay, nicht Fast and Furious, aber okay. Und noch ein heißes Wallpaper. Ich mein Ladebildschirm. Captain America und Bright Star. Da schau an. Das wusste ich nicht. Das ist natürlich eine nette Kombination. Captain America, denn, wir machen jetzt keinen USA-Chant. Aber macht nichts. Anja Mac fühlt sich natürlich auch gleich noch berufen zu sagen, ja, weißt du was, wenn der hier Mark was raushaut, dann muss ich auch mitmachen. Aber warum? Oh mein Gott, Sieger, das ist so nicht wahr. Das Superheldenpaket, was ist alles klar? Ist hier, ist alles okay? Habe ich mein Headset kaputt gemacht? Es funktioniert noch, oder? Das ist mein Giveaway! Thor Odinson! Er ist kein gewöhnlicher Mensch. Er ist ein Gott. Okay, der ist zu fresh. Der ist zu fresh, Alter. Auf einer Skala von 1 bis fresh ist er schon heiß. Das ist nicht wahr. Wer bist du? Aber die Fallsucht. Schnauze! Go, Anjan! Go, Anjan! Ich will doch nur das Giveaway mitmachen. Das ist nicht meine Schuld, Mann! Hier! Guck's an! Thors Umhang! Aus den feinsten Materialien Asgards gefertigt. Der sieht halt. Das ist, klar! Ja, als ich meinen Shorts geguckt habe, dachte ich, du wärst komisch und jetzt liebe ich dich. Der erste Teil trifft zu, Mann. Man kann alle, die sagen, die Videos, die ich mache, die sind weird, merkwürdig, cringe. Natürlich, warum auch nicht? Aber das ist immer Ansichtssache. Also kein Stress, grob normal. Unterstützt gerne den Comedy King. Danke dafür. Ich habe diese Befehle nicht gemacht. Und Mighty Thor, die neue würdige Trägerin von Mjolnir, Jane Foster. Das ist ja alles nicht wahr. Nee, Mann. Und ich sehe Emotes und auch noch. Das ist ja zu viel, Mann. Auch hier noch ein Cape. Thors Umhang. Mighty Thors Umhang. Der Umhang von Thor. Göttin des Donners. Nicht wahr? Dass es nicht diskriminierend ist. Dann haben wir hier noch den Sturmbrecher. Aus Uru auf Nidavellir. Nidavellir. Ich kenne den Ort. Ich war selber schon da geschmiedet und mit der Kraft versehen, Bifröst zu rufen. Was wähle ich aus? Weil danach kommt ja noch einiges. Dann komm, mitnehmen. Sturmbrecherflug. Gilt der eigentlich, wenn man hier die Pickaxe nicht ausgewählt hat? Ich werde es rausfinden. Verstehst du? Und das war's schon wieder.
Marc schenkt was und jetzt wird das alles schon wieder überschrieben von Anjan, von dem Knilch. Ich habe dir einen Freundesanfrage geschickt. Sehr gut. Mit Geduld wird es angenommen. Das sind Gleiter. Ja. Danke, Marc. Neue von Mjolnir, vom Donner für seinen neuen Träger wiedervereint. Love and Thunder. Und auch er hier. Mjolnir-Flug. Habe ich den dann schon zweimal? Weiß ich nicht. Thor hat ja doch auch so einen. Gleite mit Blitzen durch den Himmel. Ich glaube, das ist sogar... Ist der sogar heißer? Ne, die sind gleich. Die sind gleich. Und noch ein Ladebildschirm. Götter des Donners. Ruf den Donner herbei und lass den Hammer niederfahren. Unglaublich. Unglaublich! Das ist heiß. Du musst dir die Geschenke schneller angucken. Das könnte ich natürlich. Aber der Blutdruck ist zu hoch. Haben wir uns überhaupt in Fortnite? Achso. Unglaublich, der Kerl. Unglaublich, der Kerl. Warum, Alter? Warum sag ich eigentlich die ganze Zeit, ihr müsst mir nichts schenken? Wie gesagt, ich krieg's auch von Epic. Ich werde von Epic unterstützt. Ich könnte jetzt Epic anrufen. Okay, ich habe keine Nummer. Aber trotzdem. Okay, eine Raketendreher. Nicht zu Hause versuchen. Was ist denn das? Ja, ach so. Ich bin am Überlegen, kann man sich dazu eine Raketen... Ich notiere es mir einfach mal. Ich muss mir eigentlich eine Menge notieren. Ja, komm, ich krieg's gebacken, Alter. Das wird schon was. Kein Stress, ja, Abfahrt rein da allerdings. Jetzt habe ich es gerade kaputt gemacht. Und weiter geht's. Raketen werden nicht zu Hause versuchen, das ist klar. Das gediegen, das jawohl. Ich verstehe den Kerl nicht. Warum? Jetzt mal Admiral endlich eine Pause, hoffentlich für immer. Und dann sagt Anjan, ja Moment mal. Not so fast. Wunderkerze, wunderbare Funken. Oh, so schön. So dämlich, Mann. Ach komm. Alter, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Wir brauchen dich. Und dann steht er da mit der Wunderkerze und fuchtelt ein bisschen in der Gegend rum. Und schon ist ein Short fertig. Gaming Live Bros ist auch hier. Oder Gaming Live. Da muss ich mir sagen, wir schenken so weit. Warum? Das ist auf meiner For You. Das ist nicht meine Schuld. Ich kann nicht mehr viel Geschenke. Ich werde wieder zurückkommen. Ich bin unschuldig. Schnauze! Ne, ernsthaft. Schnauze. Ich glaube, das ist so klein. Ehre, Schall. Ich hab gedacht, das war's. So, das ist aber jetzt das letzte, Mann. Das war das fünfte. Und dann ist Schluss. Dann ist Sense. Dann ist, hier. Weiter geht's nicht. Und da macht er noch ein Paket draus, verstehst du? Da tut er mich schon einlullen mit der Idee, das könnte es gewesen sein mit der Emotes. Nein, Mann. Major Man Cake. Alles in Butter, bereit zum Aufschlagen. Teilweise. Flapjacks. Habe ich den nicht schon? Ich glaube, das ist eine Variante von dem jetzt. Ich habe den jetzt zweimal oder so. Der Pfannkuchen, Mann. Der kommt, wenn man zu viel Pfannkuchen isst und haut einen dann selber in die Pfanne. Bitte zahl Miete. Darf ich mitspielen? Theoretisch ja. Erst nachher, André Games. Es gibt erst da noch ein Giveaway, aber ich komme nicht dazu. Falsch gedacht, danke Marc. Ich, Anna und Marc sind die einzig wahren drei, die dich immer mit Geschenken zum Schreien bringen. Ab sofort werde ich die Dezibel drosseln. Ich werde zu einem Beduinenmönch gehen, der mich dazu bringen wird, die innere Ruhe zu bündeln? Okay, der Waffler. Wenn der Fun beim Pfannkuchen ausbleibt, bewaffle dich. Was für ein herausragender Waffeleisen. Ja, das ist ein Wortwitz, ein Wortwitz. Eine Kuchengabel. Da kriege ich nur Hunger, wenn ich die auswähle. Aber Erde, Shalom, Best Team, B-Team. Aber tut's nicht. Don't do it. Das ist bares Geld. Mit Liebe gestapelt. Zeig deinen Schnau im Schlachtfeld. Wie geht's dir, Pfannkuchig? Moins, Nadia ist auch hier. Was geht? Und willkommen, das ist klar. Anjan, bitte schenke nichts mehr. Und Flapjacks. So, jetzt war's dit. Das waren fünf, nicht wahr? Fünf, Alter. Fünf Pakete plus das von Marc. Es gibt einen Fidget Spinner Dreh, aber mehr ist nicht mehr drin. Alter, was ist denn mit euch?